Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und herzlich willkommen zu dem letzten Video meiner Make-up Basics Reihe. Ich habe diese Woche jeden Tag ein Video gemacht zum Thema Make-up Basics, zu jedem Schritt, welche Farbe kommt wohin, was passt zu euch, worauf solltet ihr achten, wenn ihr euer Gesicht konturiert, was für einen Hauttyp habt ihr, wie findet es heraus und so weiter. Falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall in meiner Playlist vorbei und da sind auf jeden Fall alle Videos, die ich seit Montag für euch veröffentlicht habe. Ich hoffe, dass sie für euch hilfreich sind und der allerletzte Schritt, der jetzt noch aussteht, sind die Lippen. Heute zeige ich euch, wie kann man sie schön gesund und voll und saftig aussehen lassen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Was ganz wichtig ist, dass unsere Lippen auf jeden Fall nicht trocken aussehen, weil wenn sie trocken aussehen, das ist der Untergang. Und das ist bei mir wirklich sehr, sehr oft der Fall. Ich habe sehr trockene Lippen, auch wenn ich Produkte auftrage, auch wenn ich viel trinke, egal was ich mache, ich habe einfach immer trockene Lippen. Deswegen ist für mich wirklich Gesetz, bevor ich mich schminke, trage ich mir immer eine Lippenpflege auf, als Vorbereitung für meine Lippenfarbe, ob ich ein Creme-Lippenstift auftrage oder sogar eine matte Farbe oder nur ein Lip-Liner, was auch immer. Ich trage vorher immer eine Lippenpflege auf. Ich habe mir auch schon zur Routine gemacht, dass wenn ich mein Gesicht eincreme, trage ich automatisch schon eine Lippenpflege auf. Das Gute dabei ist, dass sie schon mal einziehen kann, solange ich den Rest meines Make-ups auftrage, weil es ist dann nun der letzte Schritt und danach sind die Lippen schön weich, gepflegt, durchfeuchtet und dann können sie auch viel, dann sieht der Lippenstift natürlich auch viel besser aus. Wann der Lippenstift auch viel besser aussieht, wenn ihr vorher einen Lip Liner verwendet. Denn somit könnt ihr eine Kontur setzen und schon mal so eine Form machen, sozusagen, dass ihr seht, wo, was ihr mit dem Lippenstift noch ausfüllen müsst. So könnt ihr mit dem Lippenstift nicht aus der Linie kommen, nicht irgendwie vermalen, verschmieren oder irgendwelche Fehler machen, sage ich mal. Außerdem kann man mit einem Lip Liner auch einen schönen Ombre-Look erzielen. Falls ihr aber einfach nur eine saubere Farbe und Form haben möchtet, dann ist es wichtig, dass euer Lip Liner und euer Lippenstift die gleiche Farbe hat. Wenn ihr eben einen Ombre-Look haben möchtet, dann ist es gut, wenn der Lip Liner dunkler ist als der Lippenstift, um eben diesen Verlauf zu haben von dunkel nach hell. Heute zeige ich euch, wie man eine schöne Nude-Lippe hinbekommt, weil mein Augen-Make-up schon sehr auffällig ist, hat schon so einen Farbstich, dieses orangene, braune, das ist schon so intensiv genug, sage ich mal, deswegen möchte ich meine Lippen heute ein bisschen ruhiger halten. Ich glaube, dass es auch für den Alltag optimaler ist und mehr von Vorteil. Deswegen benutze ich heute einen Lip Liner. Ich habe hier einen von Manhattan Extreme Last Lip Liner. Ich habe den in der Farbe 59Y und das ist auf jeden Fall so ein Nude Mauve Ton und der wird super gut passen mit meinem Lippenstift. Zum Beispiel bei MAC ist es so, der Lippenstift, den ich verwenden werde, ist der Honey Love von MAC und da ist auf jeden Fall so, dass es zu jedem Lippenstift auch einen passenden Lip Liner gibt in der gleichen Farbe und das ist natürlich optimal. Ihr umrahmt mit dem Lip Liner und füllt aus mit dem Lippenstift, alles die gleiche Farbe, perfekt. Ich habe leider keinen Honey Love Lip Liner, deswegen nehme ich diesen. Der könnte ein bisschen dunkler sein, aber das stört mich nicht, weil ich finde das schön, diesen leichten Ombre-Look oder eben diese feinere Kontur. So, was natürlich auch außer der Pflege, was natürlich auch sehr hilft, unsere Lippe voller aussehen zu lassen, ist ein Highlighter auf meinem Lippenherz hier oben. Wenn ihr eure Lippen schminkt, probiert euer Lippenherz nicht zu übermalen. Nicht, dass es so eine Linie wird wie auch hier unten, sondern probiert schon dieses Lippenherz, falls ihr eines habt, beizubehalten. Denn das sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Sehr besonders und so sehr, wie soll ich sagen, sinnlich, als wenn er einfach so glatt ist wie unten. Wobei das natürlich auch Geschmackssache ist, wie ich in jedem Video sage, ich möchte niemanden auf Schlips treten. Ich weiß, es ist absolut Geschmackssache. Also, Highlighter habe ich schon aufgetragen. Als ich den hier auf meinen Wangenknochen aufgetragen hatte, hatte ich auch mit meinem Ringfinger hier den Highlighter aufgetragen. Und jetzt kommt der Lip Liner dran. Bei mir ist es so, dass die Unterlippe etwas voller ist als die Oberlippe. Deswegen werde ich auf der Unterlippe auf der Kontur drauf die Farbe korrigieren oder auftragen. Ziehe es dann in kleinen Schritten nach oben bis zum Mundwinkel. So habe ich dann unten die Kontur geschaffen und jetzt oben
weil die Oberlippe etwas dünner ist, werde ich jetzt auf der Kontur, also nicht drunter, sondern auf der Kontur, den Lip Liner auftragen und probieren, die Lippe ein bisschen voller aussehen zu lassen. Also ich gehe aber auch nicht drüber. Also bei der Unterlippe habe ich auf der Lippe, also Kontur und dann auf der Lippe aufgetragen. Und oben werde ich genau auf der Kontur. Ganz vorsichtig, aber eben, ich möchte, dass meine Oberlippe ein bisschen voller aussieht. Deswegen werde ich nicht auf der Lippe, sondern auf der Kontur den Lip Liner auftragen. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr den Mundwinkel auch schminkt. Also nicht nur hier in der Mitte die Lippe korrigiert, sondern auch ab dem Mundwinkel. Und das kann ich euch sagen, ist auf jeden Fall auch eine Übungssache, weil ich zeichne ja gerade eine Kontur und die sollte natürlich perfekt sein. Es darf nicht jetzt schon wackelig sein. So, und dann gehe ich in meinen Lippenstift und trage ihn auf von der Mitte nach außen hin. Auf. Und wie ihr seht, weil es ein hellerer Ton ist, werde ich jetzt hier diesen Ombre-Look bekommen. Und während ich das eben so verblende, verteilt sich die Farbe und verbindet sich mit dem Lip Liner. Und auf eine Art und Weise verschwindet auch der Lip Liner. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich nochmal darüber gehen oder ihr lasst es einfach so, wie es euch gefällt. Ich finde es zum Beispiel schön, wenn es von außen ein Ticken dunkler ist. Und dann haben wir unsere Nude Lips. Weil meine Lippen relativ trocken sind, sehr schnell, muss ich natürlich damit ein bisschen aufpassen, weil dadurch, dass es eine matte Farbe ist, wird sie natürlich meine Fältchen etwas betonen oder die trockenen Stellen kommen wieder schneller zum Vorschein, auch wenn ich eine Lippenpflege drunter habe. Ich finde aber die Farbe und auch gerade diesen Übergang, diesen Ombre-Nude-Übergang, finde ich einfach wunderschön. Das ist einfach so ein Evergreen. So eine Nude-Lippe passt einfach immer zu jedem, sieht immer sehr schön aus. Ich würde jetzt vielleicht hier drüber einen Gloss auftragen, weil ich eben trockene Lippen habe, es aber schöner finde, wenn sie schön gepflegt und sogar gar saftig aussehen. Und als Lipgloss nehme ich hier meinen Lip Maximizer von Dior, der schon fast leer ist. Aber Leute, ungelogen, das ist der allerbeste Lipgloss, den es einfach überhaupt gibt. Und ich muss ihn mir unbedingt nochmal kaufen. Und mit dem gehe ich nochmal über die ganze Lippe drüber. Über beide. Und wenn ihr mich fragt, ist das für mich die optimale Nude-Farbe, auch das Tragegefühl, also für mich eben mit trockenen Lippen, ist es optimal, wenn ich eben ein Gloss drüber mache. Ich finde den Ton super schön. Ich finde den Übergang vom Lip Liner zum Lippenstift sehr, sehr gut. Der verblendet sich natürlich noch schöner durch den Gloss und ich finde auch, dass meine Lippen viel voller aussehen. Das liegt natürlich an dem Nude-Ton, an daran, dass meine Lippe komplett ausgeglichen ist mit der Farbe, also alles eine schöne, gedeckende, gleichmäßige Farbe und natürlich der Lip Liner, den ich hier bei der Oberlippe ein bisschen drüber gezeichnet habe. Und dann noch der Ombre-Look, also ganz viele Faktoren, die die Lippen voller aussehen lassen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich könnte dazu jetzt dunkles Smoky Eye tragen, einen roten Lidschatten, einen blauen, einen grünen, egal welchen. Aber diese Lippenkombi würde einfach immer gut aussehen und immer dazu passen. Ich werde auf jeden Fall alle Produkte, die ich benutzt habe, in diesem Video und in allen Videos überhaupt in der Infobox verlinken. Ich hoffe, dass ich zu allem auch einen Link finde. Wenn nicht, dann schreibe ich euch den genauen Namen drauf. Vielleicht findet ihr es ja selber schneller.
Falls ihr meine Tipps für die Lippen jetzt hilfreich fandet, dann freue ich mich natürlich sehr. Lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren. Falls ihr noch einen Tipp selber habt, dann schreibt ihn bitte gerne auch in die Kommentare. Da freuen sich sicherlich die anderen Mädels, die das Video schauen. Und ja, ich danke euch sehr, dass ihr mich die ganze Woche begleitet habt. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Und was ich auch hoffe, ist, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Also vielen Dank fürs Einschalten. Tschüssi!